Dieses Lied kennt, glaube ich, jeder von euch. Das ist ein sehr berühmtes Weihnachtslied, ein sehr bekanntes Weihnachtslied, gesungen von einer sehr bekannten, sehr berühmten Sängerin, Mariah Carey. Der Name, da sagt dem einen oder anderen wahrscheinlich etwas. Mariah Carey ist auch eine sehr berühmte Sängerin. Und heute möchte ich gerne auf zwei Marias eingehen. Einmal die Mariah Carey, auf Deutsch Maria, und einmal die Maria aus der Bibel. Fangen wir mal mit der Mariah an. Die Mariah, sie zählt zu den berühmt-berüchtigsten Musikern aller Zeiten. Sie hat eigentlich so eine richtige Märchenkarriere dahingelegt. Ihr wurden keine Steine in den Weg gelegt. Sie hat einfach gemerkt, okay, ich möchte singen. Sie hat vorgesungen, man hat ihr Talent gesehen. Sie wurde sehr schnell berühmt und ja, mit 200 Millionen verkauften Tonträgern ist sie einer der berühmtesten und der reichsten Musiker dieser Zeit. Und diesen Erfolg hat sie unter anderem auch diesem Lied zu verdanken, was wir gerade gehört haben, was sie vor 25 Jahren rausbrachte. Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, bist du. Ja, das war die eine Maria, die Mariah. Jetzt kommen wir zur Maria aus der Bibel. Also die kennt mit Sicherheit jeder, der hier sitzt. Der Weg dieser Maria, der war ein bisschen anders. Maria, sie ist eigentlich in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Sie war eigentlich sehr unscheinbar. Und niemand hätte gedacht, dass diese Maria, ja, dieses junge Mädchen, dass sie die Voraussetzungen mitbringt, jemals so berühmt zu werden. Und wie ich schon gesagt habe, sie ist sehr ärmlich aufgewachsen und sie war ungefähr, man schätzt, sie war ungefähr 14 Jahre alt, weil damals und in dieser Kultur haben die jungen Mädels schon mit 14 Jahren ungefähr geheiratet und wie wir wissen, war sie verlobt. Und sie war ungefähr 14 Jahre alt, als sich ihr Leben von heute auf morgen änderte. Und zwar ging sie gerade so ihrer Aufgabe nach, keine Ahnung, was sie gerade gemacht hat. Und plötzlich erscheint ihr ein Engel. So aus dem Nichts kommt ein Licht und der Engel erscheint und ja, der hat einfach und sagt ihr dann Folgendes. Und zwar lesen wir in Lukas 1,30-35, da erklärte er ihr: Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel: Aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Ja, das ist mal eine Ankündigung, würde ich sagen. Also ich kann mir vorstellen, dass Maria erstmal da stand und sich vielleicht erstmal sammeln musste, vielleicht erstmal ihre Gedanken ordnen musste. Sie wird auserwählt, ein Kind zu gebären. Sie ist vom Heiligen Geist schwanger. Und dazu ist es nicht irgendein Kind, das ist der Messias, der Retter dieser Welt. Und wir lesen das irgendwie immer so, ja, und dann kam der Engel und er sagte: Maria, du wirst schwanger vom Heiligen Geist. Und Maria sagte: Ah ja, klar, kein Problem. Also wir lesen das immer so easy, aber ich glaube, in Wirklichkeit war das eine sehr große Herausforderung. Also sie hat sich wahrscheinlich auch gefragt, wieso ich? Es gibt doch so viele Marias, wieso ausgerechnet ich? Wieso hast du mich für diese Aufgabe berufen? Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht Zweifel bekommen hat, dass sie sich fragt, bin ich überhaupt fähig, diese Aufgabe zu erfüllen? Ich bin doch eine unscheinbare Magd, wie sie sich übrigens selber nennt. Aber trotzdem hat sie eine sehr starke Antwort parat. Und zwar antwortet sie in Lukas 1,38: Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Daraufhin verließ der Engel sie. Ja, also
ich würde mal gerne einfach so, ja, so in die Runde fragen, auch mich selbst fragen, wenn mir ein Engel erscheinen würde oder Gott im Traum sprechen würde oder akustisch und würde mir, ja, gefühlt das Unmögliche auftragen, etwas, ja, in meinen Augen völlig Unmögliches, sei es, dass ich durch den Heiligen Geist schwanger werde oder irgendwas anderes, wie würden wir reagieren, wie würden wir antworten, hätten wir auch so eine starke Antwort parat? Und ja, was für ein mutiges Herz muss diese Frau gehabt haben, um so eine Antwort zu geben, um zu vertrauen, dass das, was der Engel sagt, dass das wahr werden wird. Und die Konsequenzen, die waren ihr bewusst. Also eine Frau, die zu dieser Zeit schwanger wird, unehelich, das spricht sich rum. Das war eine Katastrophe. Diese Frau, sie hatte keine Chance mehr gehabt. Josef, der hätte das volle Recht gehabt zu sagen, du bist nicht von mir schwanger, wir sind nicht verheiratet, ich verlasse dich, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ihr Vater, er hatte das Recht, sie auszustoßen. Er hätte das Recht zu sagen, du bist eine Schande für unsere Familie, dich wollen wir hier nicht haben. Und wenn ihr Vater sie ausstoßen würde, dann müsste sie ihren Lebensunterhalt mit Prostitution oder Betteln bestreiten. Das wäre diese Frau, wo man Jahre später noch sagen würde, das ist die Frau, die unehelich schwanger geworden ist. Und diese ganzen Konsequenzen, die waren ihr bewusst. Sie wusste, was die Leute von ihr denken würden. Und wenn sie dann den Leuten noch sagen würde, das ist der Messias, den ich zur Welt bringe, dann würden sie für völlig für verrückt halten. Und trotzdem hat sie gesagt, sie war sich dieser herausfordernden Lage bewusst. Und trotzdem hatte sie so ein Vertrauen, dass sie einfach gesagt hat, ich werde diesen Weg gehen, auch wenn er vielleicht nicht einfach wird. Als wir damals auf die Bibelschule sind, haben wir auch gesagt, okay Gott, wir legen das in deine Hände und ich dachte dann so, ja gut, es wird schon alles gut laufen, ne? Wenn wir jetzt Gottes Weg gehen, wird schon alles schön und gut. Und wir kommen auf diese Bibelschule, wir waren schon verheiratet, aber wir waren noch keine 25 Jahre alt. Das bedeutete für uns, das ist ja rechtlich so geregelt, wenn du noch keine 25 bist und dich in einer Ausbildung oder in einem Studium befindest, steht dir dein Kindergeld zu. Ja, das waren 400 Euro. Bei uns insgesamt, für mich 200, für den Sascha 200 und wir stellen oder unsere Eltern stellen diesen Antrag und ich habe keine Ahnung, was mit unserem Sachbearbeiter los war. Er setzt ein Schreiben auf, worin stand, die Schule ist nicht anerkannt, das Kindergeld wird euch nicht genehmigt. 400 Euro sind viel Geld, vor allem für Studenten. Und wir sagen, okay Gott, das kann ja jetzt nicht wahr sein und wieso? Und alle auf der Bibelschule, die keine 25 Jahre alt sind, kriegen Kindergeld, außer wir. Und das ging die Jahre davor auch gut. Und wir sagen, okay Gott, wir möchten das in deine Hände legen. Und es wurde holprig, es wurde schwierig, denn das Ganze hat sich 2 Jahre gezogen. Wir haben Widerspruch eingelegt, wir mussten uns einen Anwalt holen, das Ganze ging vor Gericht. Und es war holprig, es war nicht immer leicht. Und trotzdem sind wir irgendwie über die Runden gekommen, trotzdem hat Gott uns versorgt. Und am Schluss hat das Gericht dann nach 2 Jahren endlich entschieden, die Schule ist anerkannt, ihr kriegt euer Kindergeld. Ihr könnt euch vorstellen, was für ein Batzen Geld wir gekriegt haben, rückwirkend auf 2 Jahre, jeden Monat 400 Euro. Und als wir das Geld gekriegt haben, konnten wir mit einem Teil des Geldes unsere Bibelschulkosten decken, die auch nicht unbedingt niedrig waren. Und am Schluss hat man einfach gesehen, wir haben vertraut, wir haben trotzdem weitergemacht, wir haben uns nicht hinunterkriegen lassen und wir haben gesagt, Gott, du wirst machen. Und so war es auch bei Maria. Sie hat sich entschieden und Gott hat sein Werk vollbracht. Ja, was können wir aus Marias Geschichte lernen? Maria, sie war nicht irgendein Objekt. Sie war nicht irgendjemand, wo Gott kommt und sagt, dich möchte ich gebrauchen und ja, diesen Plan, den habe ich jetzt und ich möchte das jetzt durchziehen und du bist einfach nur ein Objekt dieses Plans. Nein, Maria, sie war frei, sich zu entscheiden. Sie konnte entscheiden, nehme ich diese Herausforderung an oder nehme ich sie nicht an? Und wir konnten auch entscheiden auf der Bibelschule, machen wir weiter oder machen wir nicht weiter? Gott zwingt uns seinen Segen nicht auf. Gott zwingt uns seine Berufung nicht auf. Es liegt an uns, ob wir entscheiden, ob wir Gott vertrauen, ob wir ein mutiges Herz haben, so wie Maria, und sagen, ich bin dein Diener und ich gehe den ersten Schritt. Und auch wenn es nicht leicht wird, du wirst bei mir sein. Reinhard Bonnke war ein sehr großer Missionar in Afrika. Ich denke, viele kennen ihn auch.
Millionen von Afrikanern sind durch ihn zum Glauben gekommen. Er hat in Stadien gepredigt vor vielen, vielen Menschen. Und er hat Gott eines Tages folgende Frage gestellt. Und zwar hat er gemeint: Gott, wieso hast du mich für diesen Dienst berufen? Wieso bist du zu mir gekommen, hast mich gerufen? Wieso muss ich eigentlich diesen Dienst machen? Also er hat einfach aus Interesse gefragt. Und ja, er vernahm folgende Antwort, die ich eigentlich sehr interessant finde. Und zwar sagte Gott: Du warst nicht der Erste. Zwei vor dir haben den Dienst nicht angenommen. Und das zeigt uns einfach nochmal, dass es unsere Entscheidung ist. Der Reinhard Bonke, der hat sich entschieden. Gott hat ihn berufen. Und er konnte sich entscheiden, so wie wir uns entscheiden können. Wir können uns weigern, diese Berufung anzunehmen oder sie zu verweigern. Und das müssen gar nicht immer so große Berufungsgeschichten sein, wie bei Maria oder wie bei Reinhard Bonke. Es können selbst in unseren Augen Kleinigkeiten sein. Sei es, dass wir vielleicht einem Nachbarn helfen oder jemanden finanziell unterstützen oder ja, einen Kranken besuchen oder einen älteren Menschen, der schon lange nicht mehr in die Gemeinde kommen konnte. Das sind auch Berufungen. Und das sind auch in Gottes Augen sehr große Dinge. Und Maria, sie wurde weltweit zu einer Berühmtheit, weil sie sich entschieden hat, Gott zu vertrauen und weil sie wusste, dass er aus dem Unmöglichen das Mögliche machen kann. Ja, wie würden wir reagieren, wenn Gott uns berufen würde? Das ist ja immer eine sehr interessante Frage, die ich mich natürlich auch selbst fragen kann. Wenn Gott plötzlich kommen würde und mir etwas Unmögliches auftragen würde. Und ich glaube, wir denken oft, oh, ich habe gar nicht diese Fähigkeiten oder diese Erfahrungen. Ich habe gar nicht dieses Wissen. Ich habe nicht dieses Gesicht oder diese Stimme. Aber Maria, sie dachte genauso, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Sie hat gesagt, ich bin nur eine unscheinbare Magd. Aber diese unscheinbare Magd konnte Gott gebrauchen, weil sie diejenige war, die ein mutiges Herz hatte, die Vertrauen hatte. Und die wusste, wenn ich den ersten Schritt gehe, dann wird Gott bei mir bleiben. Ja, Gott ist fähig, auch in unserem Leben etwas zu tun. Auch aus unserem Leben etwas Großes zu tun. Und ja, wir brauchen, also das war bei mir zumindest früher so, oder ich glaube, das ist so in unserer Natur, dass wir, ja, wir wollen Sicherheit und wir denken, okay, Gott, komm doch einfach und sprich und leg uns einen Plan hin. Und ja, mir wäre es am liebsten, wenn er kommen würde und sagen würde, hier fängst du an, hier kommt die Herausforderung, hier musst du so handeln und hier kommst du dann ans Ziel. Ja, aber so ist es leider nicht immer, aber das ist auch gar nicht schlimm. Mir fällt dazu auch ein Beispiel ein aus meiner Kindheit, wo ich finde, dass das jetzt eigentlich sehr gut passt. Ich war etwa 14 Jahre alt und wir haben gar nicht weit von der Kirche gelebt, etwa 7 Minuten Fußweg. Und meinen Eltern war es immer wichtig, dass wir Kinder laufen und nicht fahren zur Kirche. Wir Kinder, wir lebten so nach dem Motto, ist die Strecke länger als das Auto, wird gefahren. Meine Eltern fanden das nicht so cool. Ja, wir mussten laufen. Und eines Tages hatte ich Kinderchor nachmittags gehabt und ich bin zur Kirche gelaufen, wie sich das gehört. Und nach dem Kinderchor gehe ich raus und ich merke so, ich habe keine Lust zu laufen. Also ich hatte einfach keine Lust, nach Hause zu laufen. Und ich stelle mich draußen hin und denke so, okay, es ist ein bisschen frisch, ich habe meine Jacke nicht dabei. Wenn ich jetzt zu Hause anrufe und meine Mutter sagt, du Mama, mir ist kalt, du musst mich abholen, dann wird sie mich abholen. Sie will nicht, dass ihr Kind friert. Ich gehe rein, wir hatten da so ein Telefon im Flur stehen, ich rufe an und sage, Mama, du musst mich abholen, es ist so kalt und ich habe meine Jacke nicht dabei. Dann sagt sie, okay, der Papa holt dich ab. Ich gehe raus und denke so, okay, also 3 Minuten spätestens müsste er ja da sein, weil man fährt ja nur 1 Minute mit dem Auto. Ne? Und ich warte so 5, 6 Minuten und das erste Auto fährt vorbei und das zweite Auto. Und ich denke so, wo bleibt der? Und man konnte da so die Straße runterschauen und dann sehe ich, wie mein Vater da läuft. Und ich denke so, das ist doch jetzt nicht sein Ernst. Ich wollte doch mit dem Auto abgeholt werden und er kommt näher. Und was hat er in der rechten Hand? Meine Jacke. Ja, meine Freundin, die stand neben mir, die lebt übrigens gegenüber von der Kirche und sie lacht sich schlapp. Und der kommt näher und ich so, Papa, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Und dann sagt er, ja, die ist kalt, hier ist deine Jacke, zieh die an und wir laufen nach Hause. Auch wenn ich in dem Moment dachte, Papa, das ist nicht dein Ernst, ich will laufen, das ist bequemer, das ist schneller, das ist besser für mich, weiß ich heute,
dass es gut war, dass er nicht bei jeder Kleinigkeit das Auto gestartet hat, bei jeder kleinen Strecke, denn die Teile nutzen sich ab. Sprit kostet Geld, man muss an die Umwelt denken, Bewegung tut gut, frische Luft tut gut. Zu dem Zeitpunkt war mir das nicht so bewusst, aber heute, 15 Jahre später, weiß ich, das war gut, wie er gehandelt hat. Und so ist es einfach auch oft bei Gott, dass wir oft dastehen, wie bei uns in der Bibelschule, wo wir gesagt haben, Gott, wie geht das jetzt weiter? Und trotzdem sehen wir im Nachhinein, es war gut, wie er gehandelt hat. Denn am Schluss hatten wir das Geld zusammen, um die Bibelschulkosten zu decken. Und und ich kann einfach mit Bestimmtheit sagen, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir den ersten Schritt machen, auch wenn es nicht immer leicht sein wird, auch wenn uns Steine in den Weg gelegt werden, wird Gott trotzdem etwas Großes aus unserem Leben machen. Von unserer Seite braucht es eigentlich nur Vertrauen und es braucht Mut. Es braucht viel Mut, es braucht viel Vertrauen, es braucht die Beziehung zu Gott, um diesen Schritt zu tun. Und vielleicht wird Gott dann auch aus deinem Leben etwas, aus etwas Unmöglichen etwas möglich machen. Wie Maria auch von sich gesagt hat, ich bin nur eine unbedeutende Magd. Und trotzdem hat Gott etwas viel Größeres in ihr gesehen und weil sie Vertrauen hatte, konnte Gott sie einfach gebrauchen für seinen Plan. Ja, und heute kennen wir einfach Gottes viel größeren Plan dahinter. Auch wenn es im ersten Moment unmöglich scheint, auch wenn wir denken, das kann nicht sein, also vom Heiligen Geist schwanger werden und dann ein Kind kriegen, aber trotzdem, was will Gott damit schon? Aber wir sehen den größeren Plan, den sehen wir heute. Gott konnte durch sie, konnte er den Messias auf die Welt bringen. Sie konnte den Messias gebären, der Licht in die Welt bringt, der Frieden in die Welt bringt, der später für unsere Sünden am Kreuz stirbt, durch den wir errettet sind. Und ja, bei Maria, es war nicht wie bei Mariah Carey, es waren nicht ihre Schönheit, es waren nicht ihre Talente, es waren nicht ihre Fähigkeiten. Es war nur ihr Vertrauen auf Gott und ihr mutiges Herz. Und wie Maria möchte Gott uns auch heute berufen. Er möchte uns heute sagen, dass wir den ersten Schritt wagen sollen. Und ja, wie Mariah in ihrem Lied auch singt, alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, bist du. Und ja, wenn du denkst, ich habe gar keine Talente und keine Qualifikationen, keine Fähigkeiten und ja, vielleicht hast du deine Talente irgendwo ganz tief vergraben, weil sobald du den ersten Schritt gemacht hast, wurdest du vielleicht zurückgetreten, zurückgewiesen. Aber ich möchte dich heute ermutigen, diesen ersten Schritt zu machen und ja, Gott dein Leben in die Hände zu legen und zu sagen, Gott, ich möchte dir vertrauen wie diese Maria. Ich würde uns bitten, gemeinsam aufzustehen. Und ich würde ein Gedicht vorlesen. Und während diesem Gedicht hast du einfach die Entscheidung, kannst du dich einfach entscheiden, ob du diesen Schritt gehen möchtest und ich werde für dich beten. Wer bin ich? Eine Frage, die so einfach scheint, doch eigentlich einer der schwersten bleibt. Wer bin ich? Bin ich ein spontaner oder vorausplanender, ein mit Tatendrang gefüllter oder mit Angst umhüllter? Ein religiöser oder ein Rumdöser? Wer bin ich? Die Antwort kannst nur du wissen, weil du in deinem stärksten Gewissen genau weißt, wer du bist. Du bist ein gewolltes Kind Gottes, das genauso wie es ist, perfekt ist. Ein Mensch, der perfekt ist, ob schwarz oder weiß, groß oder klein, dick oder dünn. Ihr seid alle zu etwas Großem berufen. Ihr sollt von Gott erzählen, ihn weiterempfehlen, wie ein Produkt im Supermarkt steht. Gott ist größer, als wir es sehen. Doch wir müssen jetzt einen Schritt ihm entgegengehen. Er will uns zeigen, wer wir sind, damit wir nicht bei der Frage dastehen wie ein kleines Kind. Somit liegt die Antwort ganz einfach da. Einfach nur zum Greifen nah. Doch wir sehen sie nicht, weil wir blind durch den Tag gehen und nur auf unseren eigenen Pfad sehen. Gott will uns zeigen, wer wir sind, doch wir sehen darin keinen Sinn. Wir gehen blind durch den Tag, blind durch das Leben.
blind durch das Erdbeben Gottes, das uns wachrütteln will, doch wir es nicht zulassen. Stattdessen versinken wir in unseren Problemen und merken gar nicht, wie uns immer noch die Frage quält, wer bin ich? Und der bin ich perfekt so, wie ich bin? Als Gott uns sah, sah er, dass es gut war, doch wir selbst stellen uns nur schlecht dar. Die Frage kann nur der beantworten, der mich erschaffen hat, der mich stark gemacht hat, der mich zu mich selbst gemacht hat. Gott, wer bin ich? Du bist ein Kind Gottes, das perfekt ist, so wie es ist. Gott hat dich erschaffen, dich kreiert, dich zu dir selbst gemacht. Wir haben so viele Talente, die wir aber nicht nutzen, weil wir sie nicht sehen. Wir schauen oft nur nach den schlechten Dingen und nicht nach den Dingen, die uns Glück bringen. Und je mehr Zeit vergeht, verweht unser eigentliches Ich. Wir verändern uns für Freunde, Mitschüler, Bekannte oder Verwandte. Unser altes Ich wird durch ein neues Ich übermittelt. Das alte Ich, was Gott erschaffen hat, ist tot. Wir kommen auf eine schiefe Bahn und anstatt auf die Frage zu sehen und sich zu Gott umzudrehen, wenden wir uns ab und vergessen das alte Ich. Man ist am Boden, weil man nicht der ist, der man sein will. Man verstellt sich für jeden, nur um cool dazustehen. Doch egal, wie weit wir weg sind, Gott streckt uns seine Hand hin und sagt, vertraue, gehe den ersten Schritt. Wir können uns vor Gott nicht verstecken, doch durch all das haben wir die Frage beantworten können. Wir sind der wir sind. Wir alle haben Begabungen, die wir so einsetzen sollten, dass sie allen was bringen und Gott Geschichte mit uns schreiben kann. Und heute möchte er dich fragen, bist du bereit, dein Herz diesem Gott zu schenken, ihm zu vertrauen, dass er es gut mit dir meint? Bist du bereit, dass er dich in seine Pläne einbinden darf, auch wenn du noch nicht genau weißt, wie alles ausgehen wird, ihm einfach zu vertrauen? Darf er durch dich Leben, Hoffnung, Rettung zu den Menschen bringen? Bist du dabei, wenn er dir eine Aufgabe anvertraut, egal wie viel Talent du hast und wie viel du dir selbst zutraust? Bist du bereit, wie Maria zu sagen, Herr, hier bin ich, deine Dienerin, dein Diener und beuge mich deinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden. Alles, was Gott möchte, ist dein Herz und dass du ihm vertraust. Wer bin ich? Ich bin der ich bin und ich bin perfekt so, wie ich bin. Wenn du dich jetzt entschieden hast, diesen ersten Schritt zu tun und zu sagen, Gott, ich möchte meine Talente wieder ausgraben oder neu ausgraben und ja, gebrauche mich einfach, zeig mir, was du mit mir vorhast, dann ja, kannst du das jetzt einfach für dich entscheiden, denn ich kann dir einfach nochmal sagen, alles, was Gott sich zu Weihnachten wünscht, bist du. Und du kannst gerne die Entscheidung für dich selbst treffen, du musst jetzt auch gar nicht die Hand heben. Gott sieht deine Entscheidung und ich würde jetzt beten. Jesus, du hast jetzt jeden Einzelnen gesehen, Jesus. Du hast ja die Entscheidungen gesehen und ich bitte dich, dass du jetzt in diese Situation eingreifst, Jesus, dass du ja diesen Personen, die sich entschieden haben, dass du ihnen einfach Mut gibst, Jesus. Mut, diesen ersten Schritt zu gehen. Dieses mutige Herz, Jesus, was du auch Maria gegeben hast, Jesus. Zeig ihnen, dass du bei ihnen bist, Jesus, dass sie dir einfach vertrauen können und dass du das Beste machen wirst. Auch wenn es nicht immer leicht sein wird, auch wenn es manchmal auch holprig sein wird, auch wenn sie vielleicht mal stolpern werden, zeig ihnen, dass du ihnen deine Hand ausstreckst, Jesus, und ja, hilf ihnen, diesen ersten Schritt zu tun und zeig ihnen, dass du bei ihnen bist und ja, dass du was Großes mit ihnen vorhast. Amen.